Nein, hier. Klugheit. Die Mildtätigkeit der Kirche könnte Ursula mal eine große Hilfe sein. Von welcher Mildtätigkeit sprecht ihr? Himmel, Herrgott. Der ist eine harte Nuss. Die Kirche kümmert sich um Witwen und Waisen. Die Kirche könnte den kostenlosen Arbeit geben. Ja, das ist super. Obwohl, das macht kein anderer. Dann sind sie nicht mehr kriminell. Und das könnte natürlich kein ordentlicher Zwerg machen. Die Kirche gibt Kindern aller Kasten Schulbildung. Das ist eigentlich auch nicht gut. Um Witwen und Waisen. Wie wär's denn hiermit? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich weiß nicht, ob das gut für Orsama wäre. Unsere Kasten haben uns gut gedient. Naja. Aber möglicherweise wäre es ja doch von Vorteil. Ja. Also gut. Er darf wunschgemäß Gebetstreffen abhalten, aber nicht seinem Gott einen neuen Tempel bauen. Wenigstens kommen diese Worte dann von einem von uns. Also, gibt es noch etwas? Vielen Dank. Könnt ihr mir mehr von der Geschichte von Osama erzählen? Wir bildeten einst ein großes Reich. Wir waren zahlreicher noch als Menschen und Elfen. Wir trieben Handel mit eurem Reich von Teewinter. Und unser Land erstreckte sich unterirdisch entlang der tiefen Wege ebenso weit wie das ihre an der Oberfläche. Hauptstadt war damals Khal Sharok. Aber wir verloren zu viele Schlachten. Wir verloren unsere Golems und unser Land. Heute besteht das Reich aus Tunneln in Ruinen, voll mit dunkler Brut. Wie habt ihr eure Gollen? Wer ist Karl Scharuk? Ja, das möchte ich auch wissen. Und das? Und überhaupt? Wo ist Karl Scharuk? Auf der anderen Seite des Alten Reichs. Die Könige von Orsama wussten bei der letzten Verderbnis, dass sie nicht alles halten konnten. Sie haben die tiefen Wege versiegelt und alle in den weit verstreuten Siedlungen im Stich gelassen. Doch nur so konnten sie überleben. Khal Sharok hat als einzige andere Stadt die Verderbnis überstanden. Wir haben sie erst kürzlich wiederentdeckt. Und sie haben uns nicht verziehen. Hätte ich auch nicht. Wie habt ihr eure Golems verloren? Paragon Carradine, der genialste Schmied aller Zeiten, hat die Golems erfunden. Sie waren über Jahre unsere Waffe gegen die dunkle Brut. Ein Golem ist im Kampf so viel wert wie ein Dutzend Zwerge. Aber Carradines Teig lag weit entfernt, in den tiefen Wegen. Als er fiel, verloren wir das Geheimnis zur Herstellung der Golems. Es gibt Bücher darüber an diesen Wänden, wenn ihr mehr wissen wollt. Golems wie dieser? Ja, es gibt in Orsama nur noch wenige Dutzend davon. Aber den hier erkenne ich nicht. Wo Das habt ist ihr ihn meiner. gefunden? Jeder Golem ist wertvoll für uns. Wir würden dafür eine stattliche Summe bezahlen. Eher springe ich in ein Lavabecken. Schade. Gibt es noch etwas? Andernfalls muss ich der Halle der Bewahrung von diesem Fund berichten. Dem Golem-Fund oder was? Wahrscheinlich. Das haben wir schon gefragt. Genug Geschichte. Lasst uns auf meine ursprüngliche Frage zurückkommen. Was genau? Bitte, wie es euch beliebt. Nö. Verzeiht bitte, die Störung lebt wohl. Eure Anwesenheit wurde in den Erinnerungen vermerkt. Ich wüsste gerne, welche Bedeutung sie hat. Oh, und ich weiß, Rüpel erfolgt für was? Warum? Bin doch nicht Rupella. Rupella ist ein geiler Name. Egal. Ich würde sagen, wir lesen mal kurz. Lesen, lesen, lesen. Buch. Kodex. Kreaturen. Hier haben wir Nuk. Bis zur Hüfte in wütenden Nuks versunken. Betäuben unsere Schreie ihre feinen Ohren und enden werden wir als Nukacke. Was? Aus Liedern nur für Nuk-Ohren? Von Paragon Ebrian. Der ist ja lustig. 584 erhabenes Zeitalter. Okay. Die Nuk ist ein in den tiefen Wegen sehr verbreiteter Allesfresser. Ein haarloses, blindes und überaus friedliches Tier. Meistens watet sie durch seichte Teiche und Schlammpfützen, wo sie sich von Insektenwürmern und in kleinen Portionen von Kalk
und Metallstücken ernährt. Das ist ja lecker. Das Verdauungssystem der Nuk ist legendär und verarbeitet so ziemlich alles, was sich auf dem Höhlenboden finden lässt. Nuks vermehren sich sehr rasch, sind in allen Nischen der tiefen Wege zu finden und daher oftmals Nahrung von Raubtieren wie Riesenspinnen und Tiefenlauerern. Auch bei Zwergen stehen sie auf dem Speiseplan. In den ärmeren Vierteln von Orsama sind sie das meistverbreitete Fleisch überhaupt. Einige Zwerge haben Nuk sogar gezähmt, weil sie ihr hohes Fiepen beruhigend finden. Ah ja, so. Das mehr lesen wir davon aber nicht. Geschichte, Geschichte, Geschichte. Die Kastenlosen, bitteschön. Das ist mir einfach zu viel, es tut mir leid. Ich kann das nicht alles vorlesen. So, dann haben wir hier die Legion der Toten. Die Legion nimmt jeden auf. Das ist ja wunderprächtig. Ich würde da ja nicht so gern aufgenommen werden, glaube ich. Wenn man dann tot ist. Nein, ich glaube, das sind doch die, die in die tiefen Wege gehen, ne? Die werden so genannt. Hier ist sonst nichts. Dann haben wir Charaktere. Belen. Wir müssen jetzt handeln, nicht kunstfertig debattieren. Und Lord Pyral sagt, niemand hat ein Geburtsrecht auf den Thron. Der regierende König kann einen Nachfolger vorschlagen, aber letztlich entscheidet die Versammlung, wer herrscht. Habe ich gerade noch was Blinkendes? Nö. Dann haben wir Bücher und Lieder. Die Legion aus Stahl. Dann haben wir Lobpreisung der gemeine Nux. Ja, die lobpreisen wir. Nur Mensch oder andere erschrecken unempfindlich kaum mal. Was? Ein Nuck-Pfannkuchen. Oder Nuggets? Nuggets? Ach, Nuggets. Oh, das gibt's doch nicht. Nuggets. Es sind Nuggets, Leute. Ach, herrlich. Traditionelle zwergische Volkslieder. Hier haben wir noch Nuckpfannkuchen, genau. Nuck sitzt im Schlamm, Nuck wackelt mit dem Ohr. Fang die Nuck, sie springt davon. Nuck steht ein weiterer Tag bevor. Ja, da freut die Nuck, aber wieso die Nuck? Ist das ein Mädchen? Ein weibliche Nuck? Keine Ahnung. Korrespondenz interruptus. Da, keine Ahnung, was hier neu ist. Ich mach mal so. Irgendwas davon ist neu. Keine Ahnung. So, questbezogen. Das lesen wir natürlich vor. Und zwar haben wir hier das Leben des Bewahrers. Den Segen der Halle der Bewahrung bekommt nur, wer den Weg des Steins beschreitet. Es ist ein Weg, der weit in die Tiefe führt. Entschuldigung, Moment. Musste mal kurz husten. Es ist ein Weg, der weit in die Tiefe führt und alles andere als sicher ist. Aber wer mit den Erinnerungen arbeiten möchte, muss sich seiner würdig erweisen. Werdet im Stein Zeuge einer neuen Geschichte, bewahrt sie und übergebt sie den Erinnerungen. Erst dann bekommt ihr den Segen der Halle der Bewahrung. Aus das Leben eines Bewahrers. Wieso ist das questbezogen? Keine Ahnung. Dann haben wir hier entfesselt. Die Reiter folgen mir in jede Stadt, seit ich die Geschichte entziffert habe. Jetzt ist mir klar, wie sie die Einheimischen mitnehmen, die mir am nächsten stehen. Wie sie die Einheimischen mitnehmen, die mir am nächsten stehen, auf dass ich keine Ruhe finden oder Bande knüpfen kann. Ich hielt es für eine Straße zu Ruhm und Ehre, aber bei jedem Schritt bringen sie mich seine Krallen zum Stolpern. Gaxklang, Gaxkang. Verflucht sei sein Name und der Tag, an dem ich ihn zum ersten Mal vernahm. Auszug aus dem Tagebuch eines längst verstorbenen toten Abenteurers. Ach so, das, ja, stimmt. Haben wir dann nur das Letzte? Ich lese trotzdem nochmal alles vor. Du hast gefragt, also erzähle ich es dir. Geh nicht. Die Geschichten sprechen von Reichtümern, enthalten aber keine Namen oder Angaben darüber, wo die Besitzer diesen Reichtum ausgegeben haben.
Schon als Kind habe ich dieselben Geschichten in Denerim gehört. Man fühlt sich davon angezogen, aber es sind Lügen, Sohn. Da wird ein Weg vorgezeichnet, aber was geschieht nach dem ersten Schritt? Führt er zur Bestie oder zurück zu dir? Brief vom Vater an den Sohn ohne Unterschrift. Drei verwitterte Pergamente. Ach, das sind jetzt die wahrscheinlich, ne? Wieso drei? Es sind doch nur zwei. Keine Ahnung. Mit drei Versionen derselben unvollständigen Geschichte. Ach so, man sollte weiterlesen. Dann, ja. Auszug. Und als sein Königreich fiel, verschwanden auch die gestohlenen Reichtümer eines ganzen Zeitalters. Die Bestie, der Entfesselte, schlummert, bis einer mit reinem Herzen seinen Thron beansprucht. Daher muss der Held für sein Volk auf die Jagd gehen, dass der Aufrechte des alten Böse, das alte Böse suchen. Muss der, was? Ach, muss, nicht das. Sie versucht den Satz nochmal, ja? Daher muss der Held für sein Volk. Nein, ich versuche den Satz nicht nochmal. Wir haben den Satz schon gehört. So. Nur so kann er wahrhaftig einen Unterschied machen. Mit sinterlicher Hand in eine Ecke gekritzelt. Drei Seiten, drei Zeitalter, dieselbe Geschichte, nur aktualisiert. Genau wie das Lied in der Taverne, nur älter. Die Unterschrift wurde mit Absicht abgerissen. Aber ein Vergleich ergibt Willem Madon. Alles von ihm. Wie kann das sein? Willem Madon. Keine Ahnung, wer das ist. Ich hoffe, dazu finden wir noch mehr. Wir finden sowieso nicht alles. Wieso leuchtet ihr eigentlich die ganze Zeit? Wir kämpfen doch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Okay, Köche können wir machen. Dann würde ich sagen, wir gehen ihm jetzt mal die frohe Botschaft überbringen. Und danach gehen wir zum Tornei. Ich will nicht zum Tornei. Hä? Achso, nee, ich muss ja erst hier wieder raus. Können wir nicht da runterspringen? Es geht doch viel schneller. Ich will hier durchgehen. Nein, ich möchte doch nicht da durchgehen. Ich habe mich umentschieden. Die Alpha-Wand ist eindeutig. Eigentlich kann man nicht von einer Alpha-Wand Wir sprechen, brauchen eine neue Offensive gegen die wenn das Spiel doch schon längst draußen ist, oder? Spricht man da noch von Alpha-Wand oder heißt Ist das das Ende von Orsama bereits nahe? Gamma-Wand oder so? Oder da, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin da nicht so der Pro. Hilfe der Taktik kann deine Gruppe besser zusammenarbeiten. Ja, kann sie, wenn der Spieler Taktik machen kann. Dann geht das, aber sonst geht es nicht. Und ich will noch mal in die Staubstadt. Ich will jetzt wissen, ob der mir eine Nook gefangen hat. Und dann will ich Liliana die Nook schenken. Mach hier einfach. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt noch warten müssen. Ich weiß es nicht. Da ist eine Nook. Hallo. Wieso kann ich nicht die Nook nehmen, die Andraste lehrt, selber dass hole? Geduld ein Kind der Weisheit ist. Aber bitte sagt mir doch, ob ihr dem Bewahrer gesprochen habt. Wieso kann ich nicht selber eine Nook fangen für Liliana? Kann mir das mal jemand sagen? Oder fange ich hier gar nicht für Liliana? Ich weiß gar nicht. Er hat zugestimmt, dass ihr Gebet-Treffen abhalten dürft. Oh, der Erbauer sei gepriesen. Ihr schreitet wahrhaftig im Licht. Ich habe schon einen Bekehrten unter den Händlern gefunden, der sein Geschäft als provisorische Kirche angeboten hat. Direkt bei der Schenke. Bitte, komm zu unserer ersten Messe. Du meinst hier, da wo du stehst, ja? Hier so. Nicht? Oder woanders? Hier vielleicht? Huch. Eine Nook. Wie viele brauche ich eigentlich? Müsste doch da neben. Naja, egal. Wir gehen jetzt noch mal hier hin. Und dann fragen wir den Typen noch mal nach der Nook. Ich kann mir nicht vor. Da ist die doch nicht für Liliana und nur für den. Für den wir die sowieso einsammeln müssen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber sie hat ja gesagt, ein Freund möchte. Wir werden ja gar nicht angegriffen. Hey, hast du eine Nook? Ich habe eine. Yay. Ziemlich eklig, aber auch ziemlich groß. Die ist doch voll süß.
Schön, hier sind 20 Silberlinge. Sehr gut, und jetzt wird sie wie dich. Hier sind 40 Silberlinge, mach was draus. Wie viel willst du? Weiß nicht. Ich nehme alles, was ihr mir geben wollt. Aber sie ist fett und schon was wert. Ja, okay, komm hier. 50? 10? 20? Jetzt hätte ich ihm 40 gegeben, aber es steht da jetzt nicht mehr. 5? Achso, da steht nur 5. Okay, 20? Ich wusste, ihr würdet zu eurem Wort stehen. War mir ein Vergnügen. Ah, okay. Liliana? Ihr habt sie gesehen und berührt. Andrastes Asche. Sie ist das heiligste Relikt auf dieser Welt. Die Überreste der Auserwählten des Erbauers. Mhm. Wie kann etwas so alltägliches überhaupt Macht innewohnen? Ziemlich bemerkenswert, in der Tat. Es ist nur die Asche irgendeiner Frau. Ich hätte ihre Ruhe nicht gestört, wenn es nicht um den Aal ginge, ja. Ich weiß, es scheint beinahe respektlos, sie als Arznei zu benutzen. Und ein klein wenig morbid ist es auch. Ich weiß nicht, ob ich würdig bin, sie zu schauen. Doch, bist du. Eigentlich wollte ich dir was geben. Sie ist tot, es spielt keine Rolle mehr. Warum verehrt ihr Andraste überhaupt? Andraste hat für alle gekämpft, also gehört sie auch uns allen. Klingt logisch. Ja, natürlich, aber dennoch ist ein wenig Ehrfurcht angebracht. Kann ich nicht. Warte mal. Hä? Werden die Nook hier angezeigt? Niedlicher Nook. Die Nook kräuselt die Nase, wenn sie, ne? Ja, ja. Okay, sie ist also ein Geschenk. Ja gut, dann müssen wir ihr das wohl andermal geben. Obwohl, nee, warte, wir können das doch so machen, oder? Warte mal. Nein, da? War die da? Nein. Wo war die denn? Ach, guck einfach hier. Irgendwo da unten. Da. Hier für dich. Oh, eines dieser unterirdischen Hasenschweine. Oh, seht doch nur. Komm her, du. Oh, wie schön. Es ist wirklich süß. Viel Spaß. Nimm mal. Vorsicht, es kneift. Wieso kneifen? Ich kann nicht glauben, dass ihr so ein dreckiges Tier wirklich haben wollt. Nein. Es ist wirklich süß, viel Spaß damit. Vielen Dank. Der Tag ist gerettet. Sehr gut. So, haben wir auch gemacht. Okay. Die hat ihr Nook. Ich will... Sitze. Ach ja. Ein Nook. Wieso steht da manchmal eine Nook und manchmal... Die Nook und ich weiß auch nicht. Oder ist einfach Nook die Mehrzahl von Nook? Also, ne? Da gibt es dann nichts weiteres. Keine Ahnung. So, wir befinden uns jetzt hier auf dieser wunderschönen. Da ist noch ein. Vermisst ihr euer früheres Leben, Shale? Die Jahrhunderte von Erinnerungen, die ihr verloren habt? Vermisst es die Zeit im Bauch seiner Mutter? Ob ich. Ach, nein! So weit zurück reichen meine Erinnerungen nicht. Bei mir ist es genauso. Was jenseits meiner Erinnerungen geschehen ist, ist nun für mich verloren. Und ihr erinnert euch an gar nichts? Nicht mal ein bisschen? Da sind Bilder, Gesichter ohne Namen, Orte, die ich kenne, ohne zu wissen, wo sie liegen. Ob ich das vermisse? Sie sind ohne Zusammenhang. An sie zu denken, beunruhigt mich nur. Also wie Träume. Und wenn ihr erwacht, sind alle Einzelheiten verflogen. Ist das bei Träumen so? Ist das so? So ungefähr fühlt es sich an. Wie traurig. Zu erkennen, dass euer ganzes Leben nichts ist als ein vergessener Traum. Es tut mir sehr leid. Das stimmt irgendwie. Mit Shell werden wir noch Spaß haben. Also auch so, was sie betrifft und ihre Erinnerungen und so.